Ja, genau. Woche der Herzform Wiederbelebung. Aber Urs, warum übst du das denn? Du bildest das doch aus. Ja, richtig. Der Witz an der Sache ist nur, du wirst nur gut in dem, was du tust, wenn du es regelmäßig tust. Und es gibt Situationen, da bereitet dich keine Schulung der Welt drauf vor. Denn selbst in der Professionalie werden gewisse Dinge mit Kopfnicken und Wohlwollen und zustimmend nickend abgetan. Aber es gibt Situationen, wenn du dann das erste Mal selber betroffen bist, dann holst du dich richtig ein. Und dann zieht es dir gegebenenfalls auch mal den Boden unter den Füßen weg. Und ich gebe euch mal ein kleines praktisches Fallbeispiel. Shall we? Los geht's. Ich werde ja ganz gern mal für das Sprüchlein belächelt, dass in 80% der Fälle, in denen erste Hilfe geleistet werden muss, direkte Angehörige oder Freunde betroffen sind, an denen wir eventuell irgendwann mal medizinisch schrauben müssen. Jetzt also zum kleinen Fallbeispiel. Wir haben einen Donnerstag im Mai. Das Ganze ist schon einen Moment her. Ich bin gerade dabei, Videos zu schneiden für einen der kommenden Samstage. Es kommt rein eine WhatsApp mit dem Wortlaut: Nicht, dass du dich erschreckst, ich bin auf Intensiv. Also auf Intensivstation. Diese Nachricht war von meinem besten Kumpel und Co-Ausbilder Markus. Linke Hirnhälfte für bestimmte Situationen. Markus ist Anästhesie-Fachkrankenpfleger. Und Markus hat sich überlegt, dass er im Aufenthaltsraum des Krankenhauses, in dem er arbeitet, die Augen verdreht. Und in dem Moment, wo er die Augen wieder aufmacht, Markus ist unter anderem Praxisanleiter für Anästhesie und Intensivmedizin, stehen fünf Leute um ihn rum, die er eingearbeitet oder ausgebildet hat. Es ist ein sehr kleines Haus, also von daher ist es sehr familiär und Markus kennt jeder. Also zumindest auf Anästhesie-Intensiv-Notaufnahme ist Markus ungefähr so bekannt wie ein bunter Hund. In der Anästhesie haben die, oder in dem Krankenhaus haben die den Tag vorher den ACLS-Provider Refresher gehabt. Das ist ein Kurs in erweiterten Maßnahmen der Herz-Lungen-Wiederbelebung nach amerikanischem Vorbild, nach den AHA-Richtlinien, also American Heart Association. Ich packe das mal unten in die Videobeschreibung, was das alles ist, was das kann und wenn ja, warum und wie viele davon. In diesem Training gibt es ein Fallbeispiel, das ist das letzte Fallbeispiel. Das ist das letzte Fallbeispiel, wo alle am Rumheulen sind. Das geht gar nicht. Übungskünstlichkeit, gar nicht möglich. Und Markus hatte genau gar nicht möglich oder geht nicht. Markus hatte noch nicht eine bestimmte Form von Herzrhythmusstörung, bei denen er den Kanal gewechselt hat. Markus ist also auf Intensiv gekommen und hat jedes Mal geklingelt, wenn er merkt, dass sich da irgendwie wieder was verändert und dass er dabei ist, das Bewusstsein zu verlieren. Irgendwann haben die Damen und Herren auf Intensiv sich schon mehr oder weniger lustig drüber gemacht, aber nur bis zu dem Zeitpunkt, wo sich diensthabender Oberarzt verabschieden wollte in den wohlverdienten Feierabend. Markus sagte: Mach mal nicht so schnell, mir wird gerade wieder, und stellt die verbale Kommunikation ein. Markus wird wieder wach in dem Moment, wo besagter Oberarzt auf ihm drauf sitzt und die letzten 2 Minuten Markus durchreanimiert hat. Das heißt, mit anderen Worten, meine Damen und Herren, es kann euren eigenen Beritt so schnell erwischen. So schnell kann keiner von uns laut Luft holen. Wir wissen alle in Professionellen, dass und wie schnell es gehen kann. Und es wird jedes Mal kräftig genickt und wohlwollend und zustimmt und ja, richtig. In dem Moment, wo es dann tatsächlich soweit ist, meine Damen und Herren, erwischt uns das wie ein eiskaltes Handtuch genau im Nacken. Und das macht was mit euch. Und das macht was mit euch. Und das macht was mit eurem gesamten Beritt. Das ist kein Witz. Das ist nichts für Anfänger, Leute. Wir sind uns inzwischen alle einig, dass wenn das bei ihm zu Hause passiert wäre oder irgendwo im öffentlichen Personennahverkehr, dann hätte Markus diesen Stunt nicht überlebt. Und auch hier gerne wieder eindringliche Worte. In Dänemark schafft man es, von 10 auf der Straße Reanimierten 5 mit wieder eingesetztem Herzrhythmus ins Krankenhaus zu verbringen.
In Schweden schafft man das sogar mit 8 von 10. In Deutschland sind wir bei 1,4 und das würde ich ganz gerne ändern, aber das kann und das will ich nicht alleine. Tick ihr seid. Wenn euch mit 52 einfällt, während oder nach einer Reanimation eures Lebenspartners, dass euer Erste-Hilfe-Kurs das letzte Mal mit 18 zum Führerschein war, dann ist das zwar durchaus eine Erkenntnis, aber eine, die relativ spät kommt, wie ich finde. Deswegen, nochmal, in über 80% der Fälle, in denen jemand Erste Hilfe braucht, ist es nicht der große böse Unbekannte. Da ist es jemand aus eurem allernächsten Beritt. Allerengste Freunde, allerengste Familie und dann kommt sehr lange, sehr, sehr viel nichts. Oder es ist euer Lieblingskollege. So, wie wollt ihr, dass dieser Film ausgeht? Dafür gibt es einen einzigen Verantwortlichen und dieser eine Verantwortliche guckt eventuell gerade dieses Video. You're welcome. Und wir haben ebenfalls dagestanden, wie es penetriert, der Eichhörnchen. Gewisse Storys glaubt dir ja so lange keiner, bis du das allererste Mal selber betroffen bist. Bei uns war es soweit. Meine Damen und Herren, lasst es nicht so weit kommen und lasst es nicht so weit kommen, dass ihr dasteht und nicht wisst, was ihr tun sollt. Denn wir reden hier nicht von Raketentechnologie. Man muss für eine Herz-Lungen-Wiederbelebung nicht zwanghaft Medizin studiert haben. Beobachtet ihr, dass jemand zusammenbricht. Überprüft, ob derjenige noch atmet. Ansprechen, anfassen, Kopf überstrecken, schütteln. Keine Reaktion? Notruf absetzen. Und während ihr den Notruf absetzt, da macht ihr euer Smartphone bitte auf Lautsprecher. Fangt ihr an zu drücken. Und ihr hört nicht auf, nur weil ihr Blaulicht hört. Ihr macht weiter. Ihr macht weiter, bis irgendwelche Freddels in komischen Klamotten euch auf die Schulter tippen und sagen, danke, Feuer einstellen, wir übernehmen. Oder ihr macht in deren Absprache sogar noch weiter, bis die ihren Spielplatz nach Feng Shui gerichtet haben. Das wäre die Königsdisziplin. Nochmal, wie wollt ihr, dass die Nummer ausgeht? Eure Entscheidung. Meine Damen und Herren, mir war es ein inneres Blümchenpflücken. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks. Woohoo!